Lujan Błaszczyk war also wieder gefordert. Er konnte es jetzt klar machen im Spiel gegen Yan Zing-Chu. Die beiden Aufschlagkünstler also unter sich. Aber 20 zu 19, die Führung für den Mann aus Frickenhausen, der schon 2016 führte. Jetzt holte der Pole auf, Punkt um Punkt. Vier Satzbälle hintereinander vergeben, das zehrt natürlich an den Nerven. Aufschlag, Rückschlag, Punkt, so ging das häufig zwischen diesen beiden. Viele Aufschlagvariationen von Lujan Błaszczyk und die werden belohnt. Er gewinnt den ersten Durchgang mit 22 zu 20. Fans konnten es kaum glauben, 6 Punkte in Folge hatte ihr Mann verloren. Und dann, was war da los? Błaszczyk am Boden. Der Physiotherapeut Andreas Horlbeck musste massieren, aber es war nur ein leichtes Ziehen im Oberschenkel. Nichts Ernstes, Błaszczyk konnte weitermachen. Im zweiten Satz, also alles ganz, ganz eng erneut. War das vielleicht schon der entscheidende Satz auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft? Błaszczyk tat alles dafür und er war auf dem richtigen Weg. 17-15 für den Polen. Es war ja das erste Spiel dieser beiden in der laufenden Saison. Am vergangenen Freitag kam es nicht mehr zu diesem Spiel, weil Grenzau beim 6-1 schon vorher alles klar gemacht hatte. Genauso war es beim ersten Punktspiel in Grenzau. Und beim 5:5 in Frickenhausen, da fehlte Błaszczyk. Da spielte er beim Pro-Tour-Finale in Paris. Błaszczyk sah natürlich in dieser Szene nicht ganz so gut aus, aber diese Saison war wirklich eine ganz, ganz tolle für Lujan Błaszczyk. Er erreichte ja mit seiner Mannschaft das Finale der Europa Liga, verlor da ganz knapp gegen die deutsche Mannschaft und auch im letzten Jahr bei der Europameisterschaft Silber für die Polen im Mannschaftswettbewerb. 2 Punkte noch. 2 Punkte trennen Lujan Błaszczyk und den TTC Zugbrücke Grenzau um Gewinn der deutschen Meisterschaft. Jetzt war die Spannung in der Halle natürlich mit den Händen zu greifen. 19 beide. Nerven. Keine Nervensache. Und jetzt war die Frage. Ausgleich oder Matchgewinn? Erzwingen kann man es nicht, er hat es probiert, Lujan Błaszczyk also. Er muss wieder rein in die Verlängerung. Zef lässt die Backen auf. Das Zuschauen ist manchmal schlimmer als das selber Spielen. Wieder der Matchball für Lujan Błaszczyk, aber Aufschlag zu. Und da ist er, der Punkt aller Punkte. Lujan Błaszczyk heißt der Matchwinner. Für ihn der allererste Meistertitel. Die Kollegen, ob sie Gruber heißen, Fetzner heißen, Korbel heißen, sie sind ja da schon ein bisschen erfahrener, was das Sammeln von Titeln angeht. Da gibt es die Grenzauer Polonaise. Jetzt war Tischtennisspielen unwichtig geworden. Jetzt stand das Feiern im Mittelpunkt. Nicht bei ihm hier, bei der Tschosch, aber bei denen aus Grenzau. Schwer, irgendwelche Worte zu finden jetzt für mich. Ich bin seit 2 Jahren in Grenzau.
Letztes Jahr, wir haben mit der TU-Pokal gewonnen und die ganze Mannschaft war toll. Und dieses Jahr, super Stimmung in der Mannschaft, gute Atmosphäre. Wir verstehen uns sehr gut. Ist wirklich, das war die beste Mannschaft dieses Jahr in Deutschland. Und ich bin froh, dass ich heute 2 Spiele gewinnen habe. Und ja, jetzt feiern! Bleibst du drauf, Andreas? Speedy Fetzner. Speedy, erster Meistertitel mit Grenzau, was ganz Besonderes, oder? Ja, ich glaube, das kann man jetzt noch nicht so unmittelbar nach dem Spiel in Worte ausdrücken, was es bedeutet, aber ich glaube, die ganze Mannschaft hat die ganze Saison sehr hart gearbeitet und wir waren die ganze Saison vorne und haben uns den Titel, glaube ich, verdient. Und nach so einem Spiel heute vor allen Dingen, glaube ich, haben wir gezeigt, dass wir auch nach so einem Rückstand und gegen die Zuschauer hier noch bestehen. Die Freude eingefangen von meinem Kollege Detlef Watzke bei den einen. Und ein bisschen hat das ja immer so was von Trauerstimmung, wenn Endspielverlierer ihre Meisterschaftsmedaillen in Empfang nehmen. Aber sie haben keinen Grund dazu. Die Spieler des TTC Metabo, sie dürfen stolz sein auf diese Saison. Sie haben wirklich das Optimale rausgeholt. Ja, der Josh, es war ein dramatisches zweites Finalspiel. Ihr wart nahe dran und jetzt feiern doch die Grenzauer. Sind Sie jetzt doch enttäuscht? Ja gut, ich bin enttäuscht, weil wir klar geführt haben. Wir waren 4-1 vorne und die Gäste feiern jetzt. Aber ich denke, die haben verdient deutsche Meister, die sind verdient deutsche Meister geworden. Und wir brauchen uns nicht verstecken, zweiter Platz im Finale das zu erreichen. Ich bin zufrieden damit auch. Ja, das war eine sensationelle Playoff-Serie Ihrer Mannschaft. Sie haben Ochsenhausen ausgeschaltet, den amtierenden Meister. Düsseldorf und hier gegen Grenzau war auch noch mehr drin, also ein drittes Finalspiel. Nun wird Ihre Mannschaft da in der nächsten Saison an diesen Erfolgen gemessen? Ich denke ja, weil die Zuschauer sind jetzt verwöhnt hier in Flickerhausen. Die möchten wieder nächste Saison Leistung von uns sehen. Wir versuchen wieder so gut zu spielen wie in dieser Saison, aber eins sage ich jetzt schon, das ist sehr schwer. Andrzej Gruber, recht herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Sie haben es heute recht spannend gemacht. Haben Sie das auch so empfunden? Mein Gott, was soll man heute und jetzt gerade nach dem Spiel sagen? Ich bin überglücklich. Wir haben eigentlich unsere Ziele erreicht. Obwohl, heute war knapp. Also ich habe schon früher gewarnt vor dem Euphorie oder zu großem Optimismus. Aber ja, letztendlich, wir haben diese fünften Punkt gewonnen und damit deutscher Meister geworden. Von außen sah es so aus, als wäre Grenzau ganz souverän durch diese Saison marschiert. Sie haben nur eine Niederlage hinnehmen müssen in dieser Saison in der Punkterunde. Das letzte Punktspiel gegen Ochsenhausen. Und jetzt in den Playoffs eigentlich auch relativ ungefährdet. Haben Sie auch intern so das Gefühl gehabt, das ist alles sehr souverän und eigentlich kann der deutsche Meister nur Grenzau heißen? Nein, wir sind bestimmt auch eine Mannschaft, der nicht problemlos ist. Aber ich freue mich, das hat einigermaßen geklappt. Wir haben eigentlich, kann man sagen, gerecht gewonnen, weil wir haben souverän geführt seit Anfang und bis zum Ende. Ja, und deswegen kann man sagen, ich freue mich mehr, als man vorstellen kann. Deutscher Meister 1999, TGC Zug und die Grenzau. Dr. Norbert Englisch, der Generalsekretär des Deutschen Tischtennisbundes, hat die Meistertrophäe als erstem Grenzauer Manfred Stettner überreicht. Und das ist kein Zufall, denn was wäre dieser Verein ohne seinen Macher und Präsidenten? Seit 1952 arbeitet Stettner für diesen Verein. Titel für diese sind der Lohn der Mühen. Seit 82 Grenzau ununterbrochen in der Bundesliga. Zum vierten Mal haben sie nun den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters in den Westerwald geholt. Glückwunsch an alle Beteiligten. Wir kommen gleich nochmal zurück nach Frickenhausen.